Spielen ist tatsächlich einer der erfolgreichsten Videospielreihen der Welt. Spiele wie Wii Sports oder Wii Play liegen bei fast jedem Wii-Besitzer zu Hause rum. Oh ja. Alle Spiele Wii Sports, fucking nice. Der Wii-Reihe konnten sich insgesamt über 204 Millionen Mal verkaufen. So zum Vergleich, die Zelda Main Games konnten sich zusammen um die 114 Millionen Mal verkaufen. Oh wow. Ich erwarte im November einen mindestens genauso großen Aufschrei zum 15. Geburtstag der Wii-Spiele wie beim Zelda-Geburtstag. Das Ding ist jetzt aber, dass von diesen 204 Millionen nicht mal 3 Millionen von den Ablegern kommen, die für die Wii U erschienen sind. Nintendo hat nämlich, so wie viele sagen, diese Reihe einfach fallen gelassen. Ich höre immer wieder, dass sich viele Leute ein neues Wii Sports für die Switch wünschen, aber das Wii Sports für die Wii U konnte sich nicht mal eine halbe Million mal verkaufen. Wieso sollte man da einen Nachfolger rausbringen? Wie diese Spiele auf der Wii U aber aussahen, wieso sie eventuell solch Fehlschläge waren, gucken wir jetzt. Oh, Alter, ich hab direkt Schnupfen bekommen, ne? Ich hab grad so meinen Kopf geschüttelt, dass ich direkt Schnupfen bekomme. Ich dachte jetzt gerade eben schon, ich krieg Nasenbluten dabei. Zuallererst muss man festhalten, dass die Verkaufszahlen... Das ist aber Nostalgie ohne Ende, ohne Scheiß. Dieses Gerät hier rechts ist Nostalgie des Jahrtausends für mich. Also wirklich, wobei die PS2 bei mir noch größere nostalgische Ereignisse oder beziehungsweise Gefühle in mir hervorruft. Ich liebe PS2, damit bin ich auch groß geworden mit der PS2. Aber Wii ist dann das Nächste und Wii war auch, was ich da an Bowling gespielt habe, an Tennis, an Tischtennis... Das war so geil, es war wirklich nice. Zeit von Wii U und Wii natürlich in keinster Weise zu vergleichen sind, haben die Wii U-Spiele der Reihe auf dem Schirm. Es fühlt sich fast so an, als hätte es die nie gegeben. Das liegt vor allem am Marketing von Nintendo. Auf wenig jetzt nicht, okay. Ach ja, die gute alte Marketingabteilung von Nintendo. Ja, also ich glaube, keinen Online-Modus für Super Mario Party ist definitiv eine gute Idee. Es fing schon bei Wii Sports Club an, dem Wii U-Nachfolger von Wii Sports. Ich habe eines Tages an meiner Wii U gespielt und auf einmal war das Spiel einfach da. Ich habe nichts von dem Spiel vor Release mitbekommen, auch nach Release war es einfach so, ach ja, nice. Das Spiel existiert übrigens. Das ganze Prinzip von Wii Sports Club war auch überaus weird. Erstens, es gab nur 1:1 exakt dieselben Spiele wie im Original Wii Sports. Er ist da aber geil, wenn es das gibt. Und du hast einfach so das Zeug mit dazu bekommen. Ich glaube, ich hatte auch direkt... Ja gut, ich habe das ja geschenkt bekommen. Wir hatten direkt zu der Wii Sports dazu bekommen. Ich dachte aber, dass Wii Sports automatisch dabei ist zu dieser Wii. Also wenn man sich die Wii gekauft hat, hat man auch Wii Sports dazu bekommen als CD. Sports. All die coolen Extra-Spiele aus Wii Sports Resort wie Schwertkampf oder Frisbee-Werfen... Aber Schwertkampf war eigentlich normalerweise nicht dort, sondern das war auf so einer Plattform, wo außen Wasser war und da muss man den ins Wasser schubsen. Wurden entfernt. Es gab wirklich noch exakt dieselben wie im 2006-Spiel. Außerdem war es so, dass man sich jede Sportart auch einzeln für den Zehner kaufen konnte, falls man echt nur Bock auf zum Beispiel Golf hat, weil jeder weiß, war das die coolste Sportart. Falls einem das auch zu teuer war, war es ebenfalls möglich... Ist der dumme, der Golf war doch nicht die geilste Sportart. Golf war das, was ich am wenigsten noch konnte. Der Rest, der war eigentlich nice. Diese ne, oder das mit diesem Flieger. Wobei, das mit dem Flieger hat mir echt gar nicht gefallen. Was ich auch cool fand, war diese Frisbee. Da musst du eine Frisbee werfen und so ein Hund muss es, glaube ich, einfangen oder so. Sportarten für einen noch kleineren Betrag für eine bestimmte Zeit zu mieten. Nee, Tennis war geil, Tischtennis war geil und Bowling war so. Bowling war mit Abstand das Geilste. Keiner kann mir was anderes erzählen. Diese ganzen Möglichkeiten zu haben, ist ja an sich nice, aber es fühlt sich einfach so an, als wäre das viel zu viel für ein Casual-Game wie Wii Sports. Familien werden sich jetzt nicht denken, okay, ich miete mir jetzt Wii Sports Club Tennis für einen Tag. Um sich das ganze Spiel zu kaufen, fehlt einfach jegliches Kaufargument, da es wirklich nicht mehr zu bieten hatte als das originale Wii Sports und das eh schon jeder bei sich rumliegen hatte. Und nein, die HD-Grastexturen können mich da auch nicht überzeugen. Dazu kommt noch, dass am Anfang nicht mal alle Spiele zur Verfügung standen. Am Anfang gab es nämlich nur Tennis und Bowling. Die anderen kamen erst mit der Zeit dazu. Das ist so geil. Und ich weiß nicht, was der angestellt hat, aber... Welcher Welt kann man so schlecht sein? Jetzt, das ist jetzt no disrespect, aber wie schlecht kann man sein, beim zweiten Wurf keinen Pin umzuhauen? Also da musst du ja wie das nullte Mal gespielt haben, um das hinzubekommen. Zu und ich frag mich halt, wieso zum Teufel? Die ein Bowling immer an die Zuschauer geschossen, was ist los bei dir? Nee, es gab hier übrigens auch einen Bug. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Es gab hier einen Bug, da konntest du hier rüber auf diese Bande schießen. Dann rollt diese Kugel hier hinter und hier hinten irgendwo ist so ein kleiner Knopf. Wenn da die Kugel ranfliegt, fliegt alles um. Das war der wildeste Bug bei der Wii, ja, das habe ich auch gefühlt. Aber ich habe es nie hinbekommen. Einzige wirkliche Neuerung ist die Einführung der sogenannten Clubs. Man konnte verschiedenen Clubs in seiner Region beitreten und quasi gegen andere Clubs in der Rangliste antreten. Allgemein wurde halt so ein wenig mehr mit Online-Funktionen gearbeitet, Miiverse und so weiter. Rein vom bloßen Game her ist es aber im Grunde... Warst du beim zweiten Meinungsbaum-Treffen nicht der zweitschlechteste beim Bowling? Hey, ich war der Beste beim Bowling. Bist du belastend? Ich war der Beste beim Bowling. Ich habe direkt in der ersten Runde, glaube ich, eine 170er-Runde gemacht. Oder eine 160er.
Wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben. Hat Baku nicht der Beste? Nee, ich glaube, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster legen, aber ich glaube, meine Fähigkeiten im Bowling sind relativ gut. Wii Sports hat. Aber ich weiß es nicht mehr, wie es war. Aber wir hatten Stories gemacht. Aber wie gesagt, mein Instagram-Account wurde ja gelöscht. Das Spiel steuert sich genauso wie das Original, mit der Ausnahme, dass noch irgendwie versucht wurde, das Gamepad mit unterzubringen. Bei Golf musste man zum Beispiel das Gamepad auf den Boden legen und dann ist da der Ball, den man schlagen musste. Ich meine, ja, es hat schon irgendwie was, aber es ist trotzdem mega unnötig. Das ganze Spiel fühlt sich mega unnötig an. Es ist kein Fortschritt gegenüber dem Original, es ist im Grunde dasselbe Spiel, das eh schon jeder hat. Wii Play wurde irgendwie komplett geskippt und der nächste Ableger für die Wii U war Wii Fit U. Obwohl Wii Fit ein extra Board zum Draufstellen benötigt, konnte es auf der Wii ziemlich große Erfolge verzeichnen. Unter anderem auch wegen mir, ich habe auch ein Balance Board. Im Grundlegenden ist es wieder genauso wie der Wii Ableger, man macht kleine Games und kann Yoga-Übungen machen, Dehnübungen oder es einfach nur als Waage benutzen. Je nachdem wie fett du bist, wird dein Mii übrigens auch automatisch mit Fett gemacht, das ist super. Ich mag die HD Wii Fit Trainerin übrigens echt nicht, ich vertraue ihr irgendwie nicht. Hier wurde das Wii U Gamepad wieder mit integriert, aber durchaus nützlich, wie ich finde, denn man kann jetzt zum Beispiel sehen, wie man Yoga-Übungen und so ein Shit macht. Außerdem wurde das Teil nun auch in diversen Games integriert und so gibt es beispielsweise ein Spiel, in dem man ein Tablett balancieren und Essen zu Kunden bringen muss. Falls man übrigens sein Tanzbein schwingen will, gibt es in Wii Fit U noch Tanzübungen, die man machen kann. Es fühlt sich hier wirklich so an wie Wii Fit, nur noch besser und umfangreicher. Man kann sich hier wie im originalen Wii Fit ganze Workouts aus verschiedenen Übungen in Spielen zusammenstellen und verbindet halt Bewegungen mit Spaß. Alter, das ist ein geiles Spiel, das kenne ich nicht, ne? Das heißt doch, ist das Crush? Nee, Squash? Wie nennt sich die Sportart? Die Squash, wo du in so einem Käfig bist und du musst den Ball mal hinterhauen? Auch wenn Wii Fit natürlich keine ernsthafte Workout-Routine ersetzt. Die geringen Verkaufszahlen kann ich mir eigentlich nur damit erklären, dass der Casual-Markt auf der Wii U einfach nicht so groß war. Die Wii U wurde eher von diehard Nintendo-Fans gekauft, die sich eher nicht Wii Fit kaufen würden und die Casuals sagten sich halt so, hä, ich hab doch schon Wii Fit für meine Wii. Schade eigentlich. Wii Fit wurde mittlerweile aber eh so ein bisschen von Ring Fit Adventure abgelöst, was so Fitness-Games angeht, deshalb kann man da schon, finde ich, ein bisschen besser drüber hinwegsehen. Wii Music wurde leider Gottes auch geskippt und das letzte Spiel der Wii-Reihe wurde Wii Party U. Ihr habt richtig gehört, kein Wii Chess auf der Wii U. Wii Party für die Wii war schon ziemlich nice mit Modi wie das Bingo oder die Insel der Abenteuer. Auf der Wii U hat man sich leider dazu entschieden, das Spiel eigentlich nur auf einzelnen Minispielen aufzubauen. Es gibt viele kleinere Modi wie das Gamepad Twister, an dem man mit Freunden versuchen muss, mehrere Knöpfe auf dem Gamepad in der Wii-Verbindung gleichzeitig zu drücken, was natürlich ganz lustig sein kann, aber halt wirklich nur für ein, zwei Mal. Niemand wird sich jetzt sagen, oh Junge, heute wieder Gamepad Twister mit meinen Freunden. Das Coole an Mario Party sind ja auch nicht nur die Minispiele an sich, sondern der Mix aus Alter, die Grafik, ne? Ey, wenn wir uns mal die Grafik angucken von den Spielen, du denkst dir, wie konnte man das damals spielen? Damals war das so das Nonplusultra. What the fuck, Alter? Wie bei den Ereignissen und den Minispielen. Wii Party U hat sich für mich hauptsächlich wie eine Collection aus kleineren Minigames angefühlt, statt einem großen, coolen Partygame. Heißt natürlich nicht, dass solche Spielbrett-Modi gar nicht existieren, es gab ein paar davon, aber naja, sie waren nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Es gab zum Beispiel Brückensprinter. Die Minispiele entscheiden halt, mit wie vielen Würfeln man würfeln darf, aber sonst gibt's hier gar keine Entscheidungsmöglichkeiten oder sowas in der Art. Was ich aber ganz cool finde, ist Kugelschubsen. Das ist auch nicht ein wirklich umfangreicher Modus, er besteht nur aus 5 Runden, also... So entstand diese Glücksspielsucht, indem du in irgendeinem 0815 Casino-Ding immer Geldstücke reingesteckt hast, damit du hoffst, dass es umso mehr Geldstücke hier vorne rauszwiebelt. Dadurch entsteht das. Großes Problem. Echt so. Zack, und schon sind wir glücksspielsüchtig, ja, das ist schwierig. Rockt man den in einer guten Viertelstunde ungefähr durch, aber immerhin gibt es hier ein bisschen mehr zu machen. Man muss Minispiele gewinnen und darf halt, wie bei diesen Maschinen im Real Life, wo da so Münzen rumliegen, Kugeln hinzufügen. Es ist jetzt leider auch nichts, was man allzu häufig spielen kann oder es ist langweilig aber cool. Wird, aber es ist immerhin eine ganz coole Idee. Wii Party U fühlte sich im Großen und Ganzen einfach nicht wie ein vollwertiges Spiel an, sondern eher wie eine ganz coole Minigame-Collection, die man sich mal für einen Zehner mitnehmen kann. Es wirkte ein wenig so, als hätte Nintendo selbst nicht mal wirklich Bock auf diese Spiele gehabt. Sie wollten es sich wohl einfach leicht machen und einfach an vergangene Erfolge anknüpfen, aber so ganz hat das leider nicht geklappt. Ich bin mir leider sicher, dass wir in Zukunft kein neues Wii Sports bekommen werden, aber da bin ich persönlich eh nicht so heiß drauf. Ich werde auf Wii Chess HD warten und wenn es das letzte ist, was ich tue.
Ich muss zugeben, dass auch ich keins dieser Spiele hier vor diesem Video so richtig gespielt habe. Er spielt Tennis. Oh, wirklich? Ich bin kein oder kein riesen Zuschauer von Tennis und sowas. Aber der Junge spielt Tennis. Wirklich, das ist, ich bin euch ehrlich, Tennis auf der Wii ist eine andere Geschichte. Es ist einfach so, wirklich. Also, Tennis auf der Wii muss man fühlen. Selbst wenn man nicht kein Tennis-Fan ist. Tennis ist einfach geil. Sieht es ja bei euch anders aus? Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welches dieser Spiele ihr so besitzt. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Geil, ne? Also das Ding ist halt, durch den neuen Fernseher könnte man, denke ich, schon safe auch dort mal eine Wii anstecken. Ich würde es natürlich nicht im Stream zocken, aber ich vielleicht dann halt, wie gesagt, auf dem Fernseher so entspannt mal eine Runde vom Sofa aus zocken. Mal eine Runde Mario Kart oder mal wieder so Mario Super Bros oder so. Das waren schon geile Spiele. Also wirklich, das hat richtig Bock gemacht. Irgendwie vermisst man es schon, ne? Hätte jetzt auch Bock auf mich.